die stehen nicht gut in der Tabelle, sind sehr unter Druck. Von daher werden sie kämpferisch alles mit auf den Platz bringen. Darüber hinaus haben wir, wo es vielleicht nicht viel zählt, aber in den letzten Jahren ja zu Hause nicht unbedingt immer Bäume gegen sie ausgerissen. Im Hinspiel haben sie uns große Probleme bereitet. Also ja. Deshalb, ich kann nur davor warnen zu glauben, dass so die drei Punkte irgendwie schon gedanklich eingesackt sind. Die Gegner haben das letzte Spiel verloren. Ich habe das Spiel geschaut. Ich habe auch Spiele geschaut, wo sie sehr gut gespielt haben. Zum Beispiel, sie machen 1-1 in Freiburg, wo sie viel mehr Torschance als Freiburg haben. Und zwei Wochen vorher, Freiburg gewinnt 3-0 gegen Leipzig und 2-0 gegen Gladbach. Das meint alles. Er hat, wie gesagt, die ganze Woche trainiert. Er hat auch, ich denke, auch Montag trainiert. Und es geht ihm gut.